Diese Bocholter wollen das Knickern wieder salonfähig machen und sie haben Großes vor. Das bei vielen wohl längst in Vergessenheit geratene Spiel mit den Tonkugeln soll eine olympische Disziplin werden. So will es der noch junge Verein World Knickern Association. Der entstand vor kurzem in Bocholt aus einer Bierlaune heraus. Ich denke mal, wir brauchen erstmal eine große Anzahl an Mitgliedern, damit das Knickern wieder, sag ich mal, richtig populär wird, um dann später irgendwo in Angriff nehmen zu können, dass man es beantragt, dass Knickern wieder olympisch wird. Nach nur 3 Wochen zählt der Verein heute bereits über 30 Mitglieder. Am Donnerstagabend gab es das erste Vereinsturnier. Die Spielregeln sind einfach erklärt. Es wird ein kleines Erdloch ausgehoben. Die Spieler werfen dann nacheinander aus bis zu 10 Metern Entfernung eine festgelegte Anzahl Kugeln in dessen Richtung. Danach müssen sie in so wenigen Zügen wie möglich mit den Fingern ins Loch geschnipst oder mit dem Schlagen eines Fußes dort hinein befördert werden. Diese Züge nennen die Bocholter Pipsen. Ein Spiel, das der Vereinsvorsitzende Erwin Tekart aus seiner Kindheit kennt. Damals, so sagt der 75-Jährige, gab es die murmelähnlichen Tonkugeln für kleines Geld. Die Murmeln gab es damals noch nicht, ganz zu Anfang, so nach dem Krieg. Ich habe ja 1950, so bin ich vielleicht angefangen, 45, 48. Da gab es noch keine Glaskugeln ohne weiteres. Nachher hatte man Glaskugeln und dann konnte man die Glaskugeln eintauschen, zum Beispiel gegen 10 Knicker oder so. Dann hatte man die als Tauschmittel. Also daran kann ich mich noch gut erinnern. Ja, und dann war es immer einer, der den Beutel voll hatte. Und ich zum Beispiel musste auch immer in die Nachbarschaft. Jeder Lebensmittelhändler hatte ja diese Knicker zu verkaufen. Für einen Groschen, für 10 Pfennige, vielleicht ja, 10, 20 Stück. Kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber so ähnlich. Ja. Anders als Murmeln sind Knickerkugeln heute schwer zu bekommen. Im Internet werden sie für etwa 20 Cent pro Stück gehandelt. Doch auch das soll sich ändern, wenn Knickern wieder ein Volkssport ist. Irgendwann kommen die Kinder vielleicht auch dazu. Dann wird es ja auch seriöser, denn das ist ja ein Kinderspiel. Noch sind es Urkunden, welche die Sieger der Meisterschaft bekommen. Irgendwann einmal vielleicht dann auch Medaillen.